Robert Kastler. Robert Kastler an der Zauberorgel. Sie hat 415.000 Töne, etwas mehr als ihr Drucker Farben hat. Meiner hat jetzt 2,6 Millionen Farben. Und man sieht es auch. Weil das Schwarz ist ganz anders. Nein! Nein, das war wunderschön, was er gespielt hat. Ja, um zurückzukommen aufs Programm. Es war im vergangenen Jahr. Es war März. Wieder Post. Also in meinem Postkastel. Ich gehe öfter Post, aber ich rede jetzt nur von den zwei, also im ersten Teil die Post, was ich gehabt habe. Und jetzt die Post im zweiten Teil. Also ich habe sonst auch Post. Ich könnte Ihnen jetzt erzählen, wie viel Post ich habe und so. Auch geraden, ungeraden. Samstag, Sonntag nicht, interessanterweise. Aber nein, ich hatte jedenfalls Post. Diesmal die Brille auf dem Weg zum Postkastel. Es wäre nicht nötig gewesen, denn der Brief war von der Pensionsversicherungsanstalt so groß geschrieben. Und in dem Brief ist drin gestanden, das hat mir sehr gut gefallen, es war ja, März, glaube ich, vergangenen Jahres. Sehr geehrter Herr Resetaritz, Sie, nicht möglicherweise oder vielleicht, wenn Gott will oder sonst was, Sie erreichen am 14. Oktober Ihr gesetzliches Alterspensionseintrittsalter von 65. Also die haben im März schon gewusst, es war ein wilder Sommer, kann ich sagen. Weil ich bin ja blind Auto gefahren, ich bin ohne Fallschirm aus Flugzeugen gesprungen. Ich wusste, die Pensionsversicherungsanstalt weiß, dass ich am 14. Oktober noch leben werde. Ich habe das wirklich ausgenutzt, ich kann es Ihnen sagen. Seit dem 15. Oktober gehe ich kaum aus dem Haus. Und dann dachte ich, ja. Alterspensionseintritt, wiederum die Geschichte mit eigenen Alter, Alterspensionseintritt, ich gehe ja nicht in Ruhestand, das klingt wie Ruhesanft, wenn man ein bisschen legasthenisch ist. Gell? Ich gehe jetzt in den Ruhesanft, 2,5 Meter tief, aber Ruhestand, das ist für mich undenkbar. Es geht mir gut, ich habe einen wunderbaren Beruf, den ich auch ausüben kann, der mir Spaß macht. Und es gibt so wie Leute wie Sie kommen und zahlen dafür, dass wir zuschauen. Und warum sollte jetzt in den Ruhestand gehen? Also ich bin ja privilegiert. Ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich privilegiert bin. Es gehen auch andere nicht in den Ruhestand, die privilegiert sind. Der Mercedes-Vorstand beispielsweise, der könnte in den Ruhestand gehen. Aber da hätte er nur 14 Millionen Euro im Jahr, aktiv oder 18, und dann müsste er da wirklich blunzendeppert sein, wenn er auf 4 Millionen Eier verzichten würde. Ähnlich geht es dem VW-Vorstand oder auch dem Hyundai-Vorstand, ich weiß nicht. Ja, die gehen nicht in den Ruhestand. Und bis vor kurzem habe ich auch noch gesagt, Päpste gehen auch nicht in den Ruhestand. Jetzt hat man die auch Kreidleine gemacht. Ne? Ich habe mir oft gedacht, die Päpste, dass die in den Ruhestand gehen können, weil die haben ja, weil so spät anfangen mit der Hocken, der hat ja die Jahre nicht benannt. Aber, ja. Ja, ich gehe nicht, andere wollen wieder früher in den Ruhestand gehen. Hackler-Regelung zum Beispiel. Also hauptsächlich Beamte.
die sie mit dem Akt geschnitten haben. Es ist so eine Schnittverletzung durch einen Akt, es ist, da ist eine Mokassinschlange, ist ein Laubfrosch dagegen. Es ist ein Schnitt mit einem Akt, das ist giftiger, das ist wie Teufel. Also darum wollen die früher gehen, sollen auch, also früher gehen die Beamten, Hackler-Regelung. Weil die haben gekackelt, der bei jedem Akt oben nehmen hat den Scheiß, hoffentlich schneide ich mich nicht. Und das ist so nervlich schon ein Wahnsinn. Der, ist ja, der hat ja überhaupt keine Nerven mehr mit 65, also mit 52, also mit 48. Der hat auch keine Nerven mehr. Durch dieses dauernde Akt oben nehmen, schneide ich mich nicht. Also da ist der Kanäuramer ganz anders, viel leibender. Die sind auch Beamte. Und die sollte man schon früher gehen lassen. Wir sind wirkliche Hackler. Ich muss ein bisschen abschweifen. Ich kenne Kanalräumer, weil ich dort Chauffeur war bei denen, als junger Mensch. Ich habe sehr früh maturiert, wenn Sie mir gestatten, das zu erzählen. Ich habe mit 17,5 maturiert und habe dann im Herbst schon inskribiert, Wintersemester 65, 66 an der Wiener Uni. Da war ich dann erst, bin erst 18 geworden und habe dann einen Führerschein gemacht, um mir was dazu zu verdienen zum Studium und bin aufs Arbeitsamt Esteplatz, Studentenarbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich möchte mir da was dazu verdienen. Sagt er, was wollen Sie denn gerne machen, der Referent? Sage ich, na, Chauffeur möchte ich gerne werden. Sagt er, haben Sie einen Führerschein? Sage ich, seit gestern. Und sagt er, und da wollen Sie jetzt gleich Chauffeur werden? Haben Sie da eine Erfahrung? Sag ich, ich bin 4 Jahre schwarz gefahren. Also, gern hat der Volksschule schon fair schwarz gefahren. 70 Tonnen Lastler. Nein, aber die Kanalräumer, die sind auch Beamte und die machen einen schweren Beruf und die sollte man schon früher gehen lassen. Na egal, hin oder her. Ruhestand, Ruhestand, Ruhestand. Es geht sich für mich nicht aus. Ich könnte, ob ich darf oder nicht, ist ja wurscht. Ich kann nicht in den Ruhestand gehen, weil mir die Ruhe dazu fehlt. Ich habe eine innere Unruhe. Äußerlich merkt man nichts, gell? Ich stehe ganz ruhig da, habe das Restless-Leg-Syndrom, aber Sie merken es nicht, weil es ja im Hosenhaxen drinnen ist, dieses Zittern. Nein, ich wirke äußerlich ruhig, bin aber innerlich unruhig. Der Ruhestand, der Unruhestand, also die Unruhe, die ich innerlich habe, ich hänge mit dem zentralen Nervensystem zusammen. Ich habe dieses relativ schwere Organ, oder machen wir auch leichter, zwischen den Ohren. Gehe damit um, ich nutze es und es ist wie ein Fluch manchmal, obwohl es mir Spaß macht. Ich denke gern und das tue ich ununterbrochen und dadurch komme ich nicht zur Ruhe. Das geht ununterbrochen. Das geht vom Hundertsten ins Tausendste und vom Hundertstel ins Tausendstel. Ich sehe was, ich kriege einen Impuls und dann denke ich schon nach. Jetzt sehe ich da den Tisch und denke mir, das Holz, wann ist das geschlägert worden, wo ist das ordentlich geschlägert worden, haben sie es ruhig abgeschnitten, hat der Baum Schmerzen gehabt oder haben sie ihm vorher eine Spritze gegeben, haben sie es auch gebetet dabei oder haben sich eine Busse gegeben und war die Sonne oben oder unten oder ich weiß nicht wie der Mond und war das auch für die Klimaerwärmung negativ oder positiv? Die Klimaerwärmung, man weiß ja nicht, ist die gut fürs Klima oder schlecht? Wird es durch die Erwärmung wärmer oder kälter? Manche sagen, es wird kälter, die anderen sagen wieder, es wird wärmer durch die Erkältung. Also es ist, die Polkappen schmelzen jetzt ab oder nicht? Die schmelzen ab, sagen die anderen, die schmelzen es ab, die Polkappen, dann steigt der Meeresspiegel und das ist überhaupt für den Eisbären ein Problem, weil der Eisbär, der will am Eis gehen, darum heißt er auch Eisbär, aber am Wasser kann er nicht gehen. Du müsst er schwimmen. Jetzt schwimmt er, er kann eh schwimmen. Aber er kann nicht so lange schwimmen wie zum Beispiel der Orca, der Killerwal, wie auch fälschlicherweise genannt wird. Er ist kein Killerwal, er muss ja auch was essen. Also jetzt, ich bin auch kein Killermensch, weil ich ja wurscht ist. Also der muss auch, und jetzt ist der Bär, der kann auch nicht so schnell, jetzt, der kann nicht so schnell die Mutationen machen. Ja? Der braucht doch 300-400 Millionen Jahre, dass er vom Eisbären zum Wal wird. Aber er möchte schon gern. Er tät ja wollen. Er weigert sich nicht, aber es geht nicht. Und das denke ich mir alles, ja, und da denke ich und dann kann ich nicht einschlafen. Es wird immer schlimmer. Eine Zeit lang haben wir Einschlaffantasien geholfen. Einschlaffantasien, die sind ja immer so angelegt, ab aspera ad astra, vom Rauen zu den Sternen. Vom Schirchen ins Schöne, vom Kalten ins Warme. Also Einschlaffantasie. Da war eine der Einschlaffantasien war, es ist transsibirische Eisenbahn, noch unter Dampf fahrend, fährt durch Sibirien, trans, wie der Name schon sagt. Und es hat minus 50 Grad, wie es in Sibirien oft ist, also im Winter hauptsächlich. Und ich auf der Lok heize, auf der transsibirischen Eisenbahn, aber da ist schön warm, weil die Lok ja geheizt wird. Und von mir bin ich dann nachher drauf gekommen. Und das war das Problem.
Ich meine, ich stehe nur da oben, da ist schön warm und draußen ist es kalt. Nicht? Dann haben wir gedacht, da muss er harzen. Okay, war es vorbei mit der Einschlaffantasie. Und dann habe ich eine sehr schöne Einschlaffantasie gehabt, die hat lang funktioniert. Da habe ich eine Hütte gehabt im Yukon Territory in Kanada, im Winter. Trapper. Habe meine Traplines, meine Fallen kontrolliert. Im Winter hatte es minus 48 Grad. Aber das macht dann nichts, weil es ja trocken ist. Also, und wenn kein Wind geht, ist überhaupt angenehm. Ne? Wenn der Wind geht, ist schon schier. Ne? Und vor allem, wenn man selber sich auch bewegt. Weil man ja selber den Wind macht. Also wenn man minus 48 Grad, aber sagen wir, ich laufe jetzt mit 6 km/h, kommt der Chill-Faktor dazu. Und da fällt man schon so ein Waschel ab. Aber gut, das ist jetzt zu kompliziert. Jedenfalls, Yukon-Territory Hütte, ich unterwegs, verdammt, ich habe mich verspätet, habe mich verplaudert mit dem Zobel, den es dort gar nicht gibt, aber er ist aus Russland illegal eingeführt worden. Und ist eine sehr komplizierte Geschichte. Bereitet sich darauf. Jedenfalls, der Zobel, wie kommst du daher? Er hat nicht gesprochen, er war schon tot. Aber war der Gedanke. Und jetzt zurück zur Hütte. Es dämmert, verdammt, die Hütte, wo ist die? Hüfttiefer Schnee, ich kämpfe mich durch. Und nicht schwitzen, das sage ich Ihnen jetzt auch, wenn Sie im Yukon-Territorium in Alaska, wo sind, wo es kalt ist, nicht schwitzen. Es ist eh kalt, werden Sie jetzt sagen, was soll ich da schwitzen? Aber Sie sind ja angezogen und jetzt graben Sie zum Beispiel ein Loch oder Sie fangen irgendein Viech. Da schwitzen Sie und dann nachher sind Sie tot. Weil schwitzen, und da geht nicht so, ha, jetzt habe ich geschwitzt, pff, das dampft aus, nein, da ist eine Eisschicht drüber und... Jedenfalls ich unterwegs zurück zur Hütte. Endlich die Hütte. Ha, gerettet. Zur Hütte, Türe zugeschneit. Weg. Ah, hinein. Zu. Ha, gerettet. Aber jetzt, bevor ich unterkühlt bin, einheizen den Yukon-Ofen. Und da habe ich mir vor dieser Einschlaffantasie immer zum Unterharzen was vorbereitet. Ein bisschen Birlholz. So Strafhölzeln angerissen. Yukon-Ofen, ah, warm. Bett in der Höhe, weil unten ist Minusgrade, da habe ich wunderbar geschlafen. Das war meine etwas komplizierte Einschlaffantasie. Dann sind wir die Mais reingekommen in die Hütten. Und das war ein Problem. Und es kommen in diese Hütten, ob Yukon oder Alaska, es kommen die Mäuse hinein. Weil die Mais sind keine Trotteln. Die Maus will auch leben. Ja? Und die Maus ist keine Winterschläferin, also die ist im Winter auch unterwegs. Und am Schnee, wo es nicht bachelwarm ist, aber auch nicht so kalt wie oben, wo der Wind einbläst. Wenn die Maus aber sieht, dass dort ein Depper da Hütten baut und einharzt, dann geht er natürlich dort rein. Dann müsst ihr ja wirklich deppert sein, wenn sie den machen. Jetzt gehen alle Mäuse aus der Gegend, die riechen das ja oder sehen das zum Teil oder hören es auch. Die haben ja tolle Sinne, sie fühlen es auch, greifen am Schnee, da baut einer Hütten und sind schon dort. Sind unzählige Mäuse in die Hütte hinein. Die sind dort. Und dann essen sie alles, was da ist und man muss sie verscheuchen und so weiter. Weil die Maus, weißt du das leider, der harzt ein und es gibt immer was zum Essen, weil der auch isst. Und auch wenn er das neidig ist und in Dosen verpackt, das Essen und auf Schnirlen, auf Draht aufhängt, muss sie das nicht haben, weil sie weiß, sie kann immer was essen, weil von dem selber Schuppen herunterfallen zum Beispiel. Und für eine Maus, ist eine Kopfschuppe von mir, ist für eine Maus wie ein Wachauerlaberl, da kann sie... Man ist ganz lang davon überleben. Und die Maus dort weiß, irgendwann ist die Schuppenquelle als Ganze, fällt einmal um, da können wir 2-3 Winter essen davon. Und für mich ist es aber so, dass die Maus für mich ein Problem ist. Ich bin kein ängstlicher Mensch, ich habe keine Angst vor Tieren, vor allem Raubtiere sind meine Freunde. Der Löwe, der Tiger, selbst der Jaguar, ich schaue ihn an, er schaut mich an, wir wissen Bescheid, er dreht sich um und geht. Während ich stehen bleibe. Und weil ich ja gelähmt bin vor Angst. Aber ich habe keine nervöse Angst vor dem Löwe, Tiger, Krokodil. Da kann ich damit umgehen. Nur die Maus, sie macht mir wirklich Angst. Ich springe jetzt nicht gleich am Tisch, nur damit sie deppert lachen. Aber die Maus, ich habe Angst vor Mäusen und Ratten. Rodentia, wie der Lateiner sagt, die machen mir Angst. Warum? Weil sie Krankheitsüberträger sind. Die Maus überträgt Toxoplasmose. Ich weiß, ich kann keine Kinder gebären, aber dennoch habe ich Angst. Die Ratte überträgt die Beulenpest. Also
Sie beherbergt den Pestfloh, der Pestfloh beherbergt den Beulenpesterreger. Ich kenne Mais von damals, von der Zeit, wo ich mit den Kanäuramer gefahren bin. Und ich kenne aus Ratten, Kanäurotzen. Jetzt ist der Rotz wie vielleicht gar nicht von mir, rennt bei mir vorbei. Aber der Pestfloh auf der Ratte sieht mich, denkt sich, schau mal, wie der Blade schmeckt. Springt mir auf den rahmengenähten Lederschuh, greift auf am Wadel und bohrt mir ein Loch in die Kniekehle. Ich spüre es nicht, weil er Anästhetikum vorher drauf spucken tut. Bohrt ein Loch und bevor er mein Blut trinkt, haut er mir den Beulenpesterreger hinein. Dann trinkt er mein Blut, Pumperl satt, rollt er wieder runter, wart am Schurkapperl, bis der nächste Rotz vorbeirennt, springt auf und ist seiner Wege. Ich kann ihn nicht verfolgen, ich weiß nicht, wo er ist. Und ich habe den Beulenpesterreger in mir. Nun, Beulenpest, Inkubationszeit 18 Monate. Ich merke nichts, mir geht's gut. Ich gewinne im Lotto, kaufe mir einen Würstelstand auf die Malediven, habe dort ein super Hocken, braun gebrannt, 15 Kilo abgenommen, plötzlich die Beule aus, Ende, Schluss. Elender Tod, stinkend, von allen verachtet. Und daher habe ich Angst vor diesen Tieren, wie schon beschrieben. Und jetzt war es mit dieser Einschlaffantasie auch vorbei. Da haben wir gedacht, ja, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Da haben wir leicht gesagt, die beste Einschlaffantasie wäre gar keine. Also nicht denken. Sag ich, das geht ja nicht, nicht denken. Kann man das nicht denken? Das geht nicht. Bin aber drauf gekommen, es geht. Auch heute beim Herfahren auf der Autobahn habe ich es wieder gesehen. Es geht. Hunderttausende Menschen können das. Mit dem Auto fahren, telefonieren dabei, sie wimmeln ausdrucken. Und irgendwo in der Mitte beim Auto tun sie irgendwas am Differential was nachschraufen oder an Ofenstrudel im Rohr und schauen, ob das schon häufig ist. Und haben gleichzeitig eine EEG-Null-Linie. Also denken, null, also es muss gehen. Nur ich kann es nicht. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Dann haben meine Freunde wieder gesagt, na, dann musst du das lernen. Du musst das lernen. Du musst Entspannungstechniken lernen. Sag ich, na, das kann ich nicht, Entspannungstechniken, da bin ich zu Nein, ich lerne Entspannungstechniken, zum Beispiel autogenes Training oder so. Und da habe ich dann gesagt, lerne ich Entspannungstechniken und habe dann ein Seminar gebucht, Stift Geras. Es war sehr schön, also wir waren toll, auch spannende Menschen teilweise auch gewesen. Wir sind da zusammengesessen, wir haben gar nicht viel gesprochen, war doch irgendwie entspannt und so. Interessante Pullover auch angehabt, die Leute, und das war so eine Teebar hat es gegeben, gar nicht gewusst, woraus man alles Tee machen kann. Da war Rollsplit-Tee, eher beruhigend und so. Meine Katze ist vor 2 Tagen gestorben und ich habe sie in Teesackerl abgefüllt, Tee. Also es waren, in der Mache ein bisschen gerochen, aber es war, die haben alle gesagt, nein, den musst du mal probieren. Also den musst du mal probieren. Das ist so die Tapete aus dem Haus meiner Oma, Tee. Also der hat sowas, ich kann mir gar nicht sagen, es ist so, man spürt die Vergangenheit. Und mir hat es gefallen. Ja. Tja, und dann habe ich mir am Abend verplaudert offenbar beim Tee und am nächsten Tag war schon autogen, also Training und die waren schon alle, beim Frühstück bin ich hängen geblieben. Weiß ich nicht, beim Mittelstreifen, Autobahn-Tee, jedenfalls zu spät in den autogenen Trainingssaal. Und da waren die alle schon, sind schon gelegen praktisch. Also, dürfen beim Schwerwerden schon gewesen sein. Ich natürlich komme rein, grüße einmal freundlich, weil in der Früh super Tee getrunken und überhaupt gut drauf. Grüße den Trainer, den Autogenen und die Menschen. Und dann so ein Platzl suchen, weil die sind ja überall immer dumm gelegen, haben so Tiptoe Platzl, also mit dann hickelt ab, begrüßt, nimmt, da ist ein Blader gelegen, also der war schon schwer, der war schon, also wir, und nimmt dann neben anderen, der war, also nicht so, wie ich circa. Und na, bin ich endlich gelegen, und interessant war der autogene Trainer, der Entspannte, der kann, so, die können auch so unterschwellig unentspannt sein, so schnippisch, gell. Obwohl er autogener Trainer ist. Hat so, sind wir dann so weit? So, nach mir brauchen Sie ihn ja nicht. Also, ich liege ja schon. Also, er hat jetzt so geschaut. Aber
Nein, bin ich gleich. Und dann hat er so, ähnlich so, der hat meinen Zahn ein bisschen knirscht. So. Und können wir jetzt weitermachen? Die Arme werden schwer. Und der Bladen in mir, ja. Und ich denke, das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir gedacht, das muss ich. So, werden sie jetzt wirklich noch schwerer, oder? Oder wollen sie nur in Tränen einen Arsch reinkriegen? Lassen Sie mich in Ruhe. Sag, da habe ich angst, nein, ich mein, er wird schwerer. Nicht? Werden sie schwerer? Ich habe das Gefühl, wäre leichter. Schauen Sie, ich muss direkt die Arme zu Boden pressen, weil es mir so in die Höhe reißt. Vielleicht am Boden ein leichter Zug ist und wie Daunenfedern fliegen meine Arme. Ich weiß nicht, weil die sagen, schwerer werden. Also bitte, hat er dann gesagt. Dann hat der autogene Trainer auch gemeint, ob ich vielleicht zur D-Bar wieder oder so irgendwo. Und bin dann raus, bin wirklich so über dem Boden. Ich war federleicht. Bei mir ist es irgendwie anders losgegangen. Jedenfalls, wenn man denkt, gut, mit dem Seminar, das geht ja nicht aus. Muss ich mal das selber machen mit dem Entspannungs. Bin dann in so ein Geschäft gegangen wegen Entspannungssachen, so zu so einem Seelenverkäufer. Also wo man für die Seele Sachen kaufen kann. So eine esoterische Kreislerei. Und eigentlich war es fast schon ein bisschen ein Supermarkt. Ich bin dort rein, kam bald drin, ist schon einer zugeschwebt, richtig geschwebt. Und da gesagt, kann ich Ihnen helfen? Sage ich, sicher nicht. Also am besten, wenn Sie wieder wegschweben, schweben Sie dorthin, wo Sie hergekommen sind. Ich möchte mich selber umschauen. Ich verspreche Ihnen, ich werde nicht stehen, aber Sie spüren das sicher. Also ich muss Ihnen das auch gar nicht sagen. Sie wissen alles von mir, weil ich das spüre ja. Schweben Sie wieder dort hinter die Kasse oder wo Sie hergekommen sind. Ich schaue mich da nur um. Es geht um Entspannung. Und nein, Sie können mir nicht helfen. Bitte lassen Sie mich. Dann ist er mürrisch geschwimmen. So. Und ich habe dann geschaut, Entspannung war ein Regal. 8 Meter Entspannung. 8 Meter auf 4 Ebenen. Na gut, total unentspannt. Das geht sich nicht aus. Wollte schon gehen. Dann sehe ich so ein Lavur, so ein Ramsding, also so eine Ramschüssel oder wie das heißt. Und da ist oben eine Tafel gestanden, statt 89,90 nur 2,98. Und man denkt, das ist meins. Bevor das weggekaut wird, ich kann es sicher verwenden. Weil ich bin ja ein Laie auf Entspannung und da bin ich durch. Und dann war eine Entspannungs-CD, so ein Medley, also ein Potpourri, wo alle Entspannungen drauf waren. DCM, Jakobsen und autogenes Training. Und man denkt, das ist Leihwand. 2,98. Bin dann zur Kasse, da war schon der Schweber, sage ich. Ich habe schon was gefunden. Gottlob haben sie mir nicht geholfen. Und das möchte ich erwerben, hier diese Entspannungs-CD. 2,98, bitte geben Sie 3 € ein in die Kasse. Ich sehe da keine Schweindern, keine Sparhauseln. Ich möchte die 2 Cent spenden. Tun Sie das händisch vielleicht eingeben, möchte ich 4 Wale spenden. 4 Wale mit Bindehautentzündung. Und ich hab nämlich eine Bindehautentzündung, jetzt glaube ich, das war schrecklich. Mit meinem kleinen Auge. Ja? Aber der große Wal, der hat so ein Auge. Ja? Jetzt muss man das rechnen, durch der Bindehautentzündung. Plus, der ist dauernd im Salzwasser. Also, ich möchte es nicht haben. Und wenn er es außer tut, scheint ihm die Sonne drauf. Da tut es ja noch mehr weh. Und dann ist es wieder ins Salzwasser. Und dann möchte ich, dass man dort eben einen Augentropfen, also einen Augentropfen geht dann mit Pipette, da muss man mit der Feuerwehrspritze drauf. Dann möchte ich, dass meine Center in diese Kasse hineinkommen. Tun Sie das bitte, garantieren Sie mir das. Und dann bin ich mit dieser Entspannungs-CD nach Hause und man denkt, da war ich schon ganz aufgeregt. So, jetzt Entspannung, jetzt schauen wir mal, das ist ja ein Medley, da ist alles drauf für Entspannung. Schauen wir mal, was ich da finde. Und haben wir es einmal eingelegt und dann hat er gesagt, wir freuen uns, dass Sie diese Entspannungs-, die reden so langsam auf diese Entspannungs-CD, dass Sie diese Entspannungs-Kompakt-Disc, der hat Kompakt-Disc gesagt. Dürfte schon älter gewesen sein, das Ding. Käuflich erworben haben. Mit der Pause. Na, gestohlen habe ich es nicht. Aber Entspannungskompakt ist. Aber wenn ich mir das anhöre, wenn der ist so lang, dann sage ich mir, warum sagt der, wir freuen uns? Ist da noch einer vielleicht? Obwohl es eine Audio-CD ist, aber man weiß ja heute nicht. Ne? Da einer vorne redet, der ist da und hinten schmiert einer an. Nicht? Und macht dann irgendwelche Verträge oder was, Pensionskonten oder sonst was mit. Oder verkauft mein Auto. Also da war ich schon ein bisschen nervös. Wir freuen, die freuen sich. Das war, der sagt, wir freuen uns, aber ja. Ne? Und da haben wir gedacht, schauen wir mal, was da drauf ist. Das Ganze hören wir nicht in Ruhe an. Machen wir so wie Bibelstechen früher.
tun wir so fast forward und dann so wie Stadt, Land, Berg, Fluss, A, B, C, D, X. und dann lasse ich aus, Selbsthypnose, Pause, das ist gut, Selbsthypnose, dass ich auf das nicht selber komme. Hypnose ist überhaupt leiwand für Entspannung. Hypnose ist, habe ich schon gesehen, im Fernsehen, in so Diskotheken, gell? Da ist der Hypnotiseur und dann holen sie ein paar Trotteln auf die Bühne und der sagt, so, jetzt tue ich halt hypnotisieren und ich werde jetzt eine Wachauer Marille essen und essen an Zwiefel aber. Und alle Leute bronzen sich einfach lachen, weil es so lustig ist und Menschenwürde und überhaupt leiwand und unterhaltsam plus. Und dann essen die das und dann stehen da wie Trottel und denken, das ist leiwand, das kann ich mir selber machen. Selbsthypnose. Also ich hypnotisiere mich selber und dann esse ich an Zwiefel und glaube, ist eine Wachauer Marille. Und dann wecke ich mich schnipp auf und habe das Kühe über Wachauer Marillen gegessen. Stinkt aber total nach Zwiebel und die Tränen rinnen mir runter. Super, das mache ich, das ist leibend. Und dann wieder Play. Schauen Sie, setzen Sie sich bequem hin. Pause. Wie ist bequem? In dem Moment, wo mir einer sagt, setzen Sie sich bequem hin, weiß ich nicht, wie bequem hinsetzen ist. Das ist so ein Reflex. Wird der Mann bequem? Oder der zweite noch, der was hinten ist? Vielleicht sagt er, na, der sitzt ja bequem. Dann sagt er, na, der sitzt ja nicht bequem. Jetzt fangen die zum Streiten an auf der CD. Ja? Und ich sitze daneben, wie es oft ist. Als Streitschlichter kriegst du von beide eine in die Goschen. Und dann wird bequem. So, nein, das ist nicht. Vielleicht so. Und dann irgendwann sage ich, ja, das war jetzt bequem. Play. Und nun suchen Sie sich einen Punkt. Pause. Welchen Punkt? Das ganze Universum besteht aus einer Unzahl von Punkten. Was ist ein guter Punkt? Was sagt der? Was sagt der? Der zweite ist ja auch noch da. Jetzt schaust du mal dumm wegen einem Punkt, dann siehst du, was alles hergerichtet gehört in der Wohnung. Schau einen Kostenvoranschlag. Und dann ähnlich finde ich mal einen Mauerwatzen. So, das war jetzt mein Punkt. Play. Und nun streichen Sie im Geiste die Umgebung dieses Punktes grün. Pause. Das kann ich nicht! Das geht nicht, ich kann das nicht. Das ist eine verlorene Liebesmühe bei mir. Ich kann nicht entspannen. Wahrscheinlich fehlt mir das Gelassenheitsgehen. Es fehlt mir die Gelassenheit. Das Gehen dafür fehlt mir. Andere haben das doppelt oder dreifach. Wolfgang Schüssel beispielsweise. Der war so gelassen, gell? Der war so gelassen, wie er als dritter, erster wurde. Toll, in der Gelassenheit. Der war so gelassen, dass der alle gelassen hat in seinen beiden Kabinetten. Kabinett Schüssel 1 und Kabinett Schüssel 2. Klingt wie irgendwas in einem Spital. Herrn, Sie erinnert ja der Eiter, Kabinett Schüssel 1. Wo muss ich hin mit der Stuhlprobe? Kabinett Schüssel 2. Gehen Sie sofort hinein, bevor Sie noch wem anstecken. Also es ist, das waren schon die Kabinett Schüssel 1, Kabinett, und der war so gelassen, wenn der einen gelassen hat, das hat man getaugt, gell? Der alle hat erlassen, also von den Blauen, also es war was zutiefst Demokratisches. Endlich Gesindel auch in die Regierung. Die sollen auch die Chance haben, sich zu bewähren. Und sie sind ja alle drankommen, die haben alle oft nur Kurzminister gesagt, nein, jetzt dritt abschlagen, jetzt bin ich dran. Und man schaut, die Ministerliste war toll. Gorbach, wenn man denkt, aus dem Ländle, der Backrohrverkäufer. Vorarlberg is much too small for me. Have a bigger country. Argentina, na, da ist ja der Klimawickel. Aber, oder Karl-Heinz Grasser, mehr privat, weniger Staat. Weg mit dem Staat, her mit dem Geld. Gilt natürlich überall die Unschuldsvermutung. Und dann ganz tolle Minister, wer kann sich noch an die Frau Minister Sickel erinnern? Frau Sickel, die ist zurück wieder nach Kärnten, hat ein kleines Schlösschen und gewinnt jedes Jahr den Hängepelagonien-Wettbewerb. Manchmal geht es fast schon. Vergangenes Jahr, da habe ich so eine Angst gehabt. Da war schon fast fertig alles. Hänge Pelagonien, Wettbewerb, Jury unterwegs. Ich sehe sie schon von der Straße, wie sie aufkommen. Mit der Blasmusik, oder in Kärntner Anzug. Hochrote Gesichter voller Freude. Ich meine Hänge Pelagonien, alles fertig. Und Worte voller Freude und Aufregung. Und dann plötzlich die schwarze Wolke. Eine schwarze Wolke schwebt über mir. Ein Unwetter. No, wie der Teufel haben wir. Blitz und Donner aus oben und gehogelt. So große Hogeldinge hat mir die ganzen Hängepelagonien zusammengedrämmelt. Wie so Schnirderland sind sie oben gehängt. Da.
Ich verzweifelt, was soll ich machen, was soll ich machen? Rotz und Wasser gewandt, die Schiri, und im letzten Moment habe ich die Königsidee, ich habe mir ein Tierndele angezogen, habe mich selber vom Blumenkistel rausgehängt. Habe noch einmal die Goldene gemacht. Aber gerade ums Arschlecken ist gegangen. Aber auch tolle Minister, der Rekordhalter, kürzeste Ministerzeit, Krüger hat der Kassel, 25 Tage. Dem war das Dienstauto zu kurz. Nein, so ein kurzes Auto, da glauben die Leute, was ein kleines Spazi. Nein, ich will ein kurzes Auto. Reichhold, Minister Reichhold aus der Buberl-Partie. Das, wenn so Buberl alt werden, das ist schier, gell? Das sind so schier. Alte Buberl sind grauslich. Das ist wie so ein Eitricker des Schmalzbrot. Das ist Schnittstelle von der Kranzl extra, die schon 14 Tage in der Sonne liegt. Nein, ja, Reichhold. Die sind alle beim Jörg über die Besetzungscouch gehoppelt und dann doch älter waren auch die Buberl. Und bei Reichhold stellt sich ja die philosophische Frage, was züchtet er, Hühner oder Eier? Womit hat er begonnen? Auf alle Fälle Bio. Und dann war er einer meiner Lieblingsminister aus den Kabinetten 1 und 2, war ja Ernstl Strasser. Strasser Ernstl, da heißt, habe ich jetzt kürzlich das Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester gesehen von der Strafanstalt Stein. Fösel am Stab, wie es in der Haflinger Sprache heißt. Da ist drin eine Vorlesung, Oxford-Englisch für Hefenbrüder. Ernstl wird es halten. I have five, no, hey, maybe four. What shit I mean. Und es ist, das war schon eine tolle Zeit. Schwarz-Blau, die Unfähigkeit der Sozialdemokratie, irgendwas davon zu machen. Ja, die dritte Säule, Schüssel ohne Boden, Performance minus 0,6%. Ja, war schon toll. Und da bin ich nicht so gelassen. Da rege ich mich auf. Ich rege mich auf über Geschichten. Ja. Ich bin absolut nicht gelassen. Ich rege mich auf zum Beispiel über die ganzen Entwicklungen weltweit, dass die nächste Blase schon wieder kommt, dass die Leute, dass die Sozialsysteme zugrunde gehen werden, dass die Leute, die Armen immer ärmer werden. Und dann trösten mich meine Freunde und sagen, du bist ein alter Dialektiker. Du musst doch die andere Seite auch mitdenken. Das stimmt schon. Das ist das Negative. Die Armen werden immer ärmer. Aber denk auch das Positive mit. Die Reichen werden auch immer reicher. Also du musst schon nicht nur das Schlechte immer nur sehen. Also man muss schon beide Seiten. Und im Schnitt gleicht sich eigentlich alles aus. Und dann, ja, da denke ich dann nach wieder und kann nicht einschlafen bis um 4 in der Früh. Um 6 bin ich wieder munter. Weil das Problem ist ja, wenn sich die Einschlafproblematik mit der senilen Bettflucht auf ein Backel haut, schlafst du praktisch überhaupt nicht mehr. Konto leck, Geld ist weg. Und das Jammern nutzt mir auch einen Dreck. Wieso steh ich da? Ich zahl die Schulden und die Bücher hauen an. Ich geh mein Hund. Geh spazieren mit meinem Hund. Weil wenn mir alles wieder zu viel wird, dann pack ich zusammen und geh mein Hund. Die Blüt macht mich wüt und zum Triberstrand der Wind aus Süd. Denk nicht her, habt's mir gern. Das Geschwafel kann ich nimmer hören. Ich geh mein Hund, geh spazieren mit mein Hund. Weil wenn mir alles wieder zu viel wird, dann pack ich zusammen und geh mein Hund. Rettungsschirm, Sparpaket, kommt die Schuldenbremse nicht schon spät. Triple A wird zum B, und dass das alles ein Schmäh ist, wissen wir ja eh. Ich geh mein Hund, geh spazieren mit meinem Hund. Ich nehm die Sackerl für sein Kackerl, ich geh spazieren mit meinem Hund. Thank you.
recht spät, mir ist's blöd. Keiner weiß, was aber jeder redet. In der Früh, beim Kaffee, selben Schädel und dasselbe Schmäh, ich geh mein Hund. Geh spazieren mit meinem Hund. Weil wenn mir alles wieder blöd wird, dann pack ich zusammen und geh mein Hund. Ja, geht mein Hund. Jawohl. Geh spazieren mit meinem Hund. Weil wenn mir alles wieder zu blöd wird, dann pack ich zusammen und geh mein Hund. Geh mein Hund, geh spazieren mit mein Hund. Ich brauch kein Sackerl für sein Gackerl, ja scheiß dich, wo's mein Superhund. Politikverdrossenheit. Sie wird ein Ende haben, weil wir endlich so göttliche Lichtfiguren wie Herrn Stronach haben, der die Menschen wieder zu einer wirklich gescheiten und intelligenten Politik zurückbringt. Wie Werte. Okay. Jo. Apropos Werte, es kommt jetzt eine hochwertige Angelegenheit, die theatralische Verwandlung der Kleinkunstszene beginnt mit einem Umbau, den ich persönlich durchführe, weil die Personalkosten zu hoch wären ansonsten. So, das war der Umbau jetzt einmal. Ja. Warte, wir Burgtheater Drehbühne vom Effekt her. Und jetzt die Verwandlung. Das Ganze verwandelt sich jetzt in die Praterstraße, Nähe Nestroyplatz. Man ahnt noch den ehemaligen Prachtboulevard, der einer vierspurigen Rennstrecke mit Alibi-Stiefmütterchen in der Mitte gewichen ist. Breite, großzügige Gehsteige, die zum Flanieren, aber auch zum Verweilen einladen, beschattet von Platanen und Ahornbäumen. Wundervolle, kunstvolle Brunzmeander, Hundebrunzmeander, die die Gehsteige verschönern, von Haufen unterbrochen. Auf einer Parkbank in der Nähe der U-Bahn-Station Nestroyplatz sitzt ein älterer, unauffälliger Mann, der sich in ein buntscheckiges Gratis-Printmedium vertieft. Aus Richtung U-Bahn-Station Nestroyplatz nähert sich ein ebenso älterer, ebenso unauffälliger Mann, der einem dort stehenden vermeintlichen Altpapiercontainer soeben ein buntscheckiges Gratis-Printmedium entnommen hat. Er hat es aufgeschlagen und nähert sich lesend. Die Musik, die die beiden, ebenso wie Sie hier im Saal, ebenso wie Sie zu Hause, ebenso wie wir auf der Bühne, die Musik, die wir alle hören, nennen wir Experten der Print-, Show-, Theater- und Film- und Fernsehbranche, nennen wir Experten Hintergrundmusik. Diese spezielle Hintergrundmusik beschreibt den Hintergrund unserer beiden Protagonisten. Es handelt sich um einen Migrationshintergrund. Entschuldigen bitte, ist hier eine Pfarrei? Was musst du deppert fragen? Siehst du, ist frei? Ist Platz genug? Entschuldigen bitte! Lass mein Ruh, lass lesen, muss gucken da für Information in Eite. Entschuldigen bitte, wo Thalia Straße? Je bemti Boga Kimmeltirk. Servus Kimmeltirk. Die gibt da noch suchen Arbeit. Nein, nicht suchen Arbeit, nicht suchen Arbeit. Pension, Pension ist nichts viel, aber 14 einmal im Jahr.
Ja, so schön in Österreich, ein Jahr hat 14 Monate. Aber, Kemal Türk, was machst du in Österreich? Warum bist du nicht zurück in Türkei? Nicht zurück, Türkei. Weißt du noch damals, wenn Österreicher so schimpfen auf mich? Schlag die Arm, Kemal Türk, auf die Gastarbeiterstrecke und da stehst du. Jo, und auf mich auch so schimpft er. Schlag die Arm, scheiß Tschusch, sagt er auf mich. Vielleicht kommt noch vorbei der Österreicher. Nein, ist schon tot. Österreicher stirbt aus. Sagt Stracke, hat sie. Ja, vielleicht, weil immer so aufregt der Österreicher. Immer aufregen, aufbuden, Herzer Kasperl und reißt der Pankerl. Na, Stracke hat sie, so kommt da zu viele Ausländer her. Deutschländer? 80.000. Na, plötzlich, na, kommt er von ganz weit weg, fremd. Afghane und Tschetschene. Und ist so gefährlich, Tschetschene. Aber wir sind auch gekommen. Jo, aber früher. Wir sind schon da. Jetzt muss Schluss mit Gesindel, was noch nachkommt. Achtung, Tschetschene, siehst du ihn? Ich spüre ihn von 200 Metern, ist so gefährlich. Und immer steckt er mit Messer. Ja, Mensch, ich schau, wie er vorbeigeht. Ja, aber er schleicht vorbei. Allahu Akbar. Gott sei Dank. Oder hat sie Stracke, sei Dank, haben wir noch einmal Glück gehabt. Aber warum sagst du immer Stracke? Stracke sagt, ist Deutscher. Aber ich bin Österreicher, ich bin da daheim statt Islam. Ich habe den Staatsbürgerschaft und meine Kinder schon da und mein Enkelbursch und spricht da so, schlägt den Weg von meinem BMW und schneidet da die Uhr noch. Und, aber... Aber mein Sohn spricht wie Wiener. Schau, dass du weiterkommst. Ist bei Security-Firma arbeiten. Aber warum bist du nicht zurück in deine Heimat? Meine Heimat gibt nichts mehr. Meine Heimat ist fort. Meine Heimat ist hier. Ich bin Österreicher. Ich bin auch da daheim. Schon lange her. Staatsbürger mit Prüfung und alles. Und bei mir ist genauso. Mein Sohn, super in Privatwirtschaft, bei Personalvermittlung, Firma arbeiten. Und mein Enkelburg genauso wie deiner. Du schlägst den Weg von meiner Oder und sage dir, die Knie ist im Weg. Ja, ja, so ist Jugend. Wir waren auch so. Bist du deppert? Wir waren nicht so. Du hast nicht einmal Schuhe gehabt, nur Schlapfen. Und kein BMW. Du und ich, wir waren immer nur per Arbeit auf Baustelle. Ja, ich habe bis 65 gearbeitet. Ich habe nichts wissen von Hackerl-Regelung. Aber dann war es so schön, mein Stichtag. Anfang, ich habe Angst gehabt von einem Stichtag, wegen Stich. Achtung, Tschetschene. Vielleicht ist für ihn Stichtag. Was macht er bei dem Mistkübel? Ich glaube, er will ihm stehlen. Ah, na, er hat nur was hineingeschmeißt. Ihr bämmt die Bogger, er schleicht wieder vorbei. Dreckige Tschetschene, ist ja mein Ding. Ja, aber ich habe so Angst gehabt von Stichtag, bis Sie wissen, Stichtag ist Tag von Pension. Und dann war ich so glücklich und jetzt ist es so schön, in Pension, in Freizeit. Hast du Hobby? Was brauche ich Hobby? Ich habe Familie und alles, muss ich immer kümmern und alles schauen. Du hast Hobby? Ja, ich habe eine sehr schöne Hobby. Ich sammle Pickerl von Pila, von berühmten Österreicher. Ist so spannend, ich habe schon drei Hefte von alle viele berühmte von Österreich, alle in meinem Heft drin. Hermann Mayer, Mohnennudel, Salzburgerin Nockel. Plätzchen, ich habe da alle berühmte von Österreich, ich bin mir in meine Zeitung drin. Das ist ja her, so schöne Frauen und Männer, Madonna und Ötzi. Kennst du ihn, Ötzi? Ötzi. Ja, ich habe ihn hier auch. Aber mit mir ist größer, der Foto von Ötzi. Ja, ist schon gut. Ich habe da Informationen von ganzer Welt in meine Zeitung. Und alles so billig, für umsonst. Ist wie Paradies von Umsonstzeitung. So billig, so schön, gratis. Darum will jeder her. Achtung, Tschetschene. Die bämte Tschetschene. Er hat zwei Zeitungen gestohlen. Ja, er will auch den gratis Zeitung stehlen.
für ihn ist wie Paradies. Tschetschene kann mit alles was anfangen. Macht ein Flugzeug aus gratis Zeitung und schmeißt eine Bombe auf Österreich. Jo, auf heute. Ja, Bäm, der Drum ist so gefährlich. Aber Gott sei Dank, wir haben so eine Frau Superministerin von Polizei und Sicherheit. Innenministerium und Polizei. Frau Mikkel-Leitner ist Beste für den Sicherheit. Ja, so eine schöne und liebliche Frau. Mit Stimme wie Schalamayener Klang. Jo, sie macht uns Beschützung von Hasilanten und Asylbeträgern mit Ankerkindern. Kriegt ein 30 Kirchen, 40 Euro im Monat, schickt der 38 nach Tschetschenien, kauft er zwei Kalaschnikow und schießt umeinander. Und von Retourgeld 2 Euro kauft Zigaretten. Achso, ich bin hier. Wir sind wie Brüder. Einmal spricht er, einmal der, einmal andere. Ja, von Retourgeld. Muss ich nicht deppert lachen, wenn ich Fehler mache. Von Retourgeld 2 Euro kauft Zigaretten und raucht hat die bis Lungenkrebs in U-Bahn-Station. Ja, aber jetzt macht Frau Beste, super, beste Frau Minister, macht einen Gutschein von 40 Euro, keine Bar. Sonst geht Tschetschene in Bar und versauft er dein Geld. Ja, und dann macht er Aufhandel und steckt er mit Messer. Jo, aber jetzt hör mal auf, schiere Socken, redet mal schöne Socken. Hast du auch so eine schöne Supersportal in deiner Gratiszeitung? Ja, ich lese im Kerne von Fußball. Alle viele beste Sportler von Österreich, von Fußball ist Türke oder Jugo. Und viele von ganzen besten Mannschaft national. Österfor, noch ein Tor, Österfor, noch ein Tor. Ja, jetzt ist hör auf, ist schon genug. Ja, und weißt du, mein Traum, dass einmal Türke gewinnt den Skisparringen. Und mein Traum, in Pergiseler Stadion, Stadion, Schanze, Sprecher, so schreibt, Vierer Schanze, Turane! Siga, Fira, Österreich, Hanifi, Schukru, Özdemir. Und mein Urenkel Neboiser gewinnt dreimal den Ahnenkammabfahrt. Ja, Heimat bist du großer Söhne. Hast du auch den Hymne gelernt für den Staatsbürgerprüfung? Heimat bist du großer Söhne, Volk begradet für das Schöne. Ja, so ist falsch, wie du singst. Jetzt musst du anders. Das andere musst du jetzt von Gender singen. Gender, weißt du Gender? Gender ist Mann, Frau. Frau, Mann. Musst du immer beide. Jo? Ist Heimat, großer Töchterszene oder Szene-Töchter. Aber was ist Töchterszene? Ist Kinder. Heimat bist du, großer Kinder. Wenig Schafe, viele Rinder. Plötzlich kannst du nichts im Stadion mit Hand auf Herz von Rinderfilet singen. Muss ich habe den Lesung, ich habe den Lesung. Ich, musst du hören mir zu. Viele Menschen ist Leute. Wenn du schön sprechen, ist Leute. Und dann geht es so. Heimat bist du, großer Leute. Lesen Österreich und heute. Ja, das hat mich schon auf eine Idee gebracht, diese Idee der Frau Ministerin, diese Gutscheingeschichte. Also das ist ja wirklich, das war eine gute Idee, auf Gutscheine umstellen, weil da ist kein Missbrauch möglich. Das ganze Sozialsystem ist ja weltweit für Neoliberalismus ein Riesenproblem. Das muss man in den Griff bekommen, weil schauen Sie, man gibt den Leuten Mindestbezieher von irgendwas, Pension oder Mindesteinkommen, man gibt dann das Geld, der geht dann hin, kauft sich ein Brockhaus oder irgendein so ein Orchideenfach. Ja, das Geld ist verschwendet oder nicht, oder hat sie einen Sporstrumpf, die Mindestpension, vergisst, wo sie ist, Hartz II oder was weiß ich. Das Geld ist der Wirtschaft entzogen. Also das geht auf die Dauer nicht so weiter. Nein, das ganze Sozialsystem auf Gutschein umstellen, das wäre die Geschichte. Da wäre alles unter, da kann man mit Konzernen zusammenarbeiten auch, ja, dass die Wirtschaft auch ein bisschen was profitiert davon. Das wäre die schöne Geschichte. Und in dem Gutscheinheftel ist alles drinnen. Da ist zum Beispiel der Basic, also der Nahrungsmittelgutschein, da kann man mit McDonald's arbeiten, der Basic Burger, das wäre nur dieses Weckerl praktisch, das sehen wir da, mit dem auf die Nacht der Grü, die Fetten angewischt wird.
Aber ich habe das von einem Haubenkoch, im Fett ist ja der Geschmack drinnen. Das wäre eine Geschmacksbombe praktisch, was da drin ist. Plus das Fett natürlich, wo sehr viel Brennstoff ist. Dazu kann man dann Lifestyle-Gutscheine in das Gutscheinheftlein geben. Gutscheine für Kristallbambis von Swarovski für den Lifestyle. Dass der Mensch in der Substandard-Wohnung im Sutterheim, wo nur einmal im Jahr einen Sonnenstrahl hineinfällt, fährt er auf das Kristallbambi, bumm, das zersplittert wie in einem Walt Disney-Film. Und der Mensch ist zu Tränen gerührt und glücklich auch gleichzeitig. Also, das ist schon eine tolle Geschichte. Dann Kulturgutscheine. Fürs Kuckerutz-Labyrinth in Schaas-Klappersdorf, wo auch eine intellektuelle Herausforderung, oft finden es die Leute erst nach der Ernte. Dazu kann man dann noch, ja, natürlich alles bedarfsorientiert, also wenn ein Konzern was braucht, kommt er da in das Heftel hinein. Novomatic, Spielgutscheine, damit man den Mindestpensionisten anfixen kann an einarmigen Banditen. Dann ja, Asfinag, Autobahnpickerl-Gutscheine für Leute, die kein Auto haben, weil dann kauft er sich vielleicht eins. Und die Wirtschaft ist schon angekurbelt. Alte Lagerbestände kann man an den Mann und an die Frau bringen. Also alte Röhrenfernseher und Radios als Heizung. Und das weiße Rauschen ein bisschen schauen. Münzfernsprecher zum Spülen daheim, 50 Cent einwerfen, Retourknopf, ich hab gewonnen. Dann kann man auch größere Sachen dann unterbringen. Kaputte MRTs aus dem AKH zum Spülen daheim, können sie Doktor spülen, einer kreut eine, der andere haut mit dem Hammer drauf und sagt, jetzt weiß ich, wo der Krebs ist, in den Schädel, du Trottel. Da lachen sie dann miteinander. Also eine wunderbar. Und natürlich einige Seiten im Gutscheinheft. Und in jedem Gutscheinheft ist ganz wichtig drin der Luftgutschein. Da steht drin, atmen Sie so viel Sie wollen. Die Luft ist frei. Noch. Also wir kommen dafür auf, wir zahlen das. Sie können hecheln, hyperventilieren, egal. Machen Sie sich keine Sorgen. Schnaufen Sie wie ein Lokomotiv. Wir kommen dafür auf. Auch wenn es unheimlich viel kostet. Und das Schöne ist ja mit so einer Gutscheingeschichte, hat man alles unter Kontrolle. Da ist dem Missbrauch Einhalt geboten. Der Mensch tendiert zum Missbrauch. Der Mensch tendiert irgendwo, selbst ich, also meine Brüder und ich, wir wurden zu einer geradezu blödsinnigen Ehrlichkeit erzogen, parsifalartige Deppen, aber auch ich habe auch schon Sachen gemacht, kann ich Ihnen sagen. Kann es nicht sagen, weil es schon verjährt ist. Es ist Jahrzehnte her, ich war beim Willi Dungel, wie er das eröffnet hat, da in Gras am Kamp, sein Wellness, hat es damals noch nicht geheißen, da hat es einfach gesund geheißen, oder ich weiß nicht, oder Hotel, oder in Hotel mit Essen, oder Warmwasser, fließendes Wasser. Und also warm, also Leitung, also dass man weiß. Und auch Heizung und Türe zum Zusperren. Also jedenfalls war ich dort und dort war eine Dampfkammer, ich war noch nie vorher in einer Dampfkammer. Ich habe das angeschaut, Dampfkammer, bin rein, es war niemand drinnen, auch kein Dampf. Und an der Wand war so ein Schild angebracht, da war so ein Zipfel und da war das Schild drunter, das kann bitte nicht mit der kalten Brause auf den Temperaturfühler drauf spritzen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das der Temperaturfühler war. Erst wie ich mit der kalten Brause fest draufgespritzt habe, habe ich gesagt, oh, da strömt ja der Dampf überall raus. Es war herrlich. Und am nächsten Tag war es kaputt. Ich habe es aber nicht gesagt, dass ich es war. Jetzt habe ich gesagt, jetzt ist aber schon verjährt. Jetzt können Sie mich gar nicht mehr andieben. Aber ich sage, der Missbrauch. Gell? Der Missbrauch, das liegt. Und darum sage ich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Man muss kontrollieren. Und wir haben ja eine Kontrollpartei in Österreich mit langer Tradition, die FPÖ. Also am Korruptionssektor nicht, aber da haben sie selber zuerst müssen machen, die Korruption, damit sie es nachher kontrollieren. Wenn du das nicht weißt, wie es geht, kannst du es ja nicht kontrollieren. Und die sind momentan noch in der Machphase. Aber die haben schon kontrolliert, also in Wien, weiß ich, ein FPÖ-Mann, da werde ich nie vergessen, ein FPÖ-Stadtrat, der hat wirklich sich zur Aufgabe gemacht, in Wien vor Jahren schon die Rotlichtszene zu kontrollieren. Und der war jede Nacht unterwegs, jahrelang. Der war in jeder Blase hinten drin, hat gecheckt, ob die Mundecken von den Nuten und ob die Glaseln ausbeckt sind oder die Aschenbecher, ob das mit dem Pinsel ausbemstelt ist und auch am Klo, ob man runterlassen kann. Also, muss ich sagen, der hat sich da aufgeopfert. Und jetzt, an diese Tradition wurde jetzt angeschlossen vom jungen Gutenus, wie der FPÖ, also der Johann Gutenus. Der hat gesagt, da muss man auch jetzt kontrollieren. Die ganze, da muss ich sagen, wirklich Hut auf, dass die ganze Zuwandergeschichte da.
Also der hat gesagt, diese Tschetschenen, ja, da muss man das ist ja alles Lug und Trug, was die in Dreiskirchen da erzählen. Und dann hat er gesagt, eine Abordnung von der FPÖ, die kontrollieren das direkt in Tschetschenien, was dort los ist. Und die sind tatsächlich nach Tschetschenien gefahren mit einem Zug. Der Tschetschene heißt das, ein neuer Zug, eine neue Zuglinie. Der Tschetschene, von der Tschetscheno-BB, ist eine entfernte Urenkelin der ÖBB. Und die fährt direkt nach Tschetschenien City, wie Grozny. Grozny haben es umtauft, heißt Tschetschenien City. Wien, Tschetschenien City, aber ganz schnell. 1,5 Mach, ein Überschallzug, da waren die schon beeindruckt. Und dann waren sie im Hotel und da haben die Burschen gesagt zum Gott, das ist ja Wahnsinn, da flüchte ich ja her, das ist ja ein Paradies. Und am nächsten Tag waren sie beim Staatspräsidenten Kadyrov eingeladen und der hat sie empfangen in einer kurzen Lederhosen oder einem Schurchbratler. Aber er hat gesagt, schaut jetzt Trotteln, so bin ich, live oder Beil. Und sag es den Arschlöchern, die da geflüchtet sind, die sollen alle wieder herkommen. Es ist alles vergeben und vergessen, nur die meisten schneiden meine Strafen und hängen es auf der Wäscheleine. Und daraufhin haben die gesagt, ah, Wahnsinn, live, und sind zurückgefahren, haben das berichtet, wie super das ist. Und seither läuft bei der FPÖ das Telefon heiß. Es rufen dauernd, den ganzen Tag rufen auch Warlords aus Somalia und sagen, kommt zu uns auch, wir sind auch leiwand. Und Ahmadinejad ruft jeden Tag fünfmal an und sagt, bitte kommen Sie, wir haben die Atombombe, aber sie geht nicht, probieren Sie es aufdrehen, sie wird nicht gehen. Und auch aus Nordkorea die Anrufe, kommen Sie, wir werden so verleumdet, dass bei uns die Leute auch Gras essen müssen, kommen Sie auf eine Grassuppen, das ist eine Delikatesse, Sie werden nie wieder eine Knorr-Goldaugensuppe essen. Und dann haben die Burschen gesagt, jetzt, ach, Wahnsinn. Gutenos haben die gesagt, das ist ja Wahnsinn, da machen die ganze UNO, das ist eh so ein Quatschverein, ja? Die Kofi und Ani, die sind alles Neger herrscht. Machen wir das als FUNO, freiheitlich-ultranationalistische Ordnungstruppe, dann kriegen wir die ganzen verlogenen Migrationsbewegungen in den Griff. Das wird die Zukunft sein, so kommt die Zukunft auf uns zu, die ich ja nicht mehr so erleben werde, weil ich ja schon im Alter bin, wo man zum Beispiel, ich bin in einem Alter, wo man keine 40-jährigen Bausparverträge mehr abschließt, obwohl sie mir täglich fünfmal angeboten werden im Internet. Es ist auch so, man denkt schon ein bisschen, naja, ich bin jetzt schon 11 Jahre älter, als mein Vater jemals geworden ist. Gell? Als Kind denkt man sich immer, ich möchte einmal größer sein als der Papa, dass ich ihm auch ein Watschen geben kann. Jetzt bin ich älter als der Vater, aber habe auch nicht so viel davon. 10-Jahreskalender. Ich habe immer mit 10-Jahreskalendern gearbeitet. Und mein aktueller läuft heuer ab. Da fragt man sich auch, soll man sich noch einen ganzen kaufen? Oder vielleicht kürzere? Oder dass man sich teilt mit an? Sondern ich nehme 3 Jahre und den Rest kann man das günstig ankaufen. Also man macht sich dann auch Gedanken, wie wird das sein? Wie wird das sein nach dem Ende? Das Ende? Es ist ja so, dass viele Menschen durch die Fortschritte der Medizin gibt es immer mehr Menschen, die Nahtoderlebnisse hinter sich haben. Und das häufigste Nahtoderlebnis in Österreich ist dieses mit dem weißen Licht, was so weggeht von an. Da ist man draufgekommen, das ist kein wirkliches Nahtoderlebnis, das ist von den alten Röhrenfernseher. Und noch 2 Doppler und Bundeshymne, das Nahtoderlebnis. Andere wieder erzählen, ich habe ihn gesehen, aber nur von hinten und er ist gerade weggegangen. Ein Wissenschaftler hat mir erzählt, ich habe die Weltformel gesehen, aber ich habe es nicht aufschreiben können, war ja tot und kein Kugelschreiber. Und so. Eine häufige Nahtoderfahrung in Niederösterreich, im Weinviertel, hat ein Freund von mir auch gehabt, der ist als er in der Nahtoderfahrung, als er Toter am Kosten gesessen, wie es oft ist. Nicht? Ich bin eh tot, ist wurscht, lacht mich keiner, setze ich mich am Kosten. Und hat auf sich runtergeschaut am Bett, wo er nur einmal gelegen ist als ein Toter. Ja. Und da hat sich aber herausgestellt, das war keine Nahtoderfahrung, das war Delirium Tremens. Das ist was anderes. Man ist draufgekommen, weil er 14 Tage später mit einem Feynman-Wahlplakat eine lange Diskussion gehabt hat. Und wie er dann zum Raffen angefangen hat, haben sie einen Wecker gezahlt, bevor er sich an Schiefer einzieht. Aber man macht sich natürlich Gedanken, jetzt, ja, was wird danach sein, nach dem Ende, was wird sein? Nichts wird sein, nichts ist noch. Aber das ist trocken und warm. Weil wenn es feucht und kalt war, war es ja was, dann treibt es wieder was. Nein, es ist trocken und warm und es zirkt nicht.
Die Kindheit war oft keine schöne Zeit. Verbote, Strafen, Ungerechtigkeit. Und manchmal voller Zorn hast denkt, am liebsten war ich tot. Und alle müssen warnen an mein Grab. Jetzt ist soweit, ich zähl schon meine Tag. Sag, ist es unbescheiden, wann ich dich jetzt frag? Du warst immer für mich da und hast mir Kraft gegeben, meiner Seele. Glaubst, ich werde abgehen, wann ich geh? War mein Leben lang kein eitler Mann, nicht angerührt, selten blöd. Sollt ich auf meine alten Tag so wehren? Sicher nicht. Nicht alles, was ich gesagt hab, war okay. Weil ich mich oft versteckt hab hinter'n Schmäh. Doch eins, das weiß ich heut schon, wenn ich weg bin, dass ich fäll. Und ich hoff, ich werd abgehen, wenn ich geh. Wenn der Abschied kommt, dann sag ich nicht Ade. Ich schalt's Licht an, dreh mich um, sag Papa und geh. Doch was mich ein bisschen drücken wird, dass ich mich nimmer hab. Und ich tät halt so gern warnen an mein Grab. Tät gern selber um mich warnen an mein Grab. Kasper!